ich den grimmenden Docht will ich nicht auslöschen und das geknickte Rohr will ich nicht zerbrechen. Das ist genau das, was unser Heiland Jesus Christus auch tut. Er richtet auf die Geknickten und er erquickt wieder neu die, die kaum noch Kraft spüren. So gekreuzigt werden soll. Die Jünger können das gar nicht begreifen. Wie kann das sein,
dass Gott so etwas zulassen würde? Ist das wirklich der Weg Jesu? Und dann spricht Jesus an diesem letzten Abend, als sie auch das Abendmahl miteinander feiern, so geheimnisvoll davon, dass er zum Vater geht, glaubt an mich, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen, und wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, damit ihr seid, wo ich bin. Wie verstehen Sie das? Können Sie das verstehen, dass Jesus vom Himmel spricht und dass er sagt, ich mache einen Platz für euch im Himmel, und weil ich da bin, sind auch für euch die Türen zum Himmel geöffnet, und weil ihr auf mich vertraut und mir nachfolgt, darum geht ihr nicht verloren, egal was für schlimme Dinge hier auf der Erde noch passieren oder was für Gräueltaten ihr noch sehen werdet, auch wie Jesus gekreuzigt wird, dieses Schreckliche. Und er sagt ihnen, nein, 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 ihr müsst nicht verzweifeln. Und ich gehe jetzt nicht in den Tod, sondern ich gehe zum Vater. Und ihr braucht darum auch keine Angst zu haben. Und da wird auch Platz für euch sein im Himmel. Aber sie können es nicht begreifen in dieser Stunde. Wie sollten sie auch? Können wir denn begreifen, was im Moment mit uns passiert oder mit unserer Welt? Das Gefühl haben, irgendwie ist unsere Welt in eine Sackgasse geraten, so dass wir das Gefühl haben, es kann irgendwie nicht so weitergehen mit der Zerstörung der Umwelt, dass da jeden Tag am Amazonasgebiet eine Fläche von der Größe Hessens abgerodet wird und abgefackelt wird, nur damit man ein bisschen Geld verdienen kann, da steckt viel Geld dahinter. Und dass bis in den Atlantischen Ozean sich da so eine braune Masse ergießt, die man selbst auch aus den Satelliten und aus der Luft sehen kann, die also bald schon bis in die Hälfte des Atlantischen Ozeans reicht, nur diese ganze Naturzerstörung, dass das so ein Ausmaß angenommen hat, dass man es überhaupt nicht begreifen kann. Oder wie ist es mit der Corona-Pandemie? Haben wir da oft nicht das Gefühl, wir laufen wie im Kreis, nicht? Erster Lockdown, zweiter Lockdown, dritter Lockdown, mal gucken, was jetzt im Winter kommt. Erste Mal, der erste Virus, der zweite Angriff des Virus, der dritte Angriff des Virus. Ja, wie geht denn das eigentlich weiter? Dass wir manchmal denken, wir laufen im Kreis und wir wissen gar nicht, wie wir da wieder rauskommen. Mit dem Impfen ist klasse, aber auch da gibt es Nebenwirkungen, und nach kommt das auch ans Licht der Öffentlichkeit, was da so alles passiert. Und da sind auch Schwierigkeiten. Ja, was ist mit euch? Was ist mit eurem Leben? Nicht? Ihr wollt, dass euer Leben gelingt. Ihr wollt Glück spüren. Ihr wollt, dass ihr heile groß werdet, dass ihr vielleicht später mal Familie habt, dass ihr einen schönen Beruf kriegt, dass ihr zufrieden seid mit eurem Leben. Dass ihr vielleicht wie eure Eltern oder eure Großeltern auch irgendwann ein Haus bauen könnt. Oder dass es euch einfach gut geht in unserem Land. Und das ist so verständlich. Ich wünsche mir das für unsere Kinder und Enkel auch. Und ich bin ja jetzt schon ein alter Knoche, da kommt es dann nicht mehr so drauf an, aber ich wünsche mir das für euch, für eure Generation und auch natürlich für unsere Kinder. Die sind ein bisschen älter als ihr und die Enkelkinder noch ein bisschen kleiner, aber natürlich wünsche ich mir das für euch. Und ich kann euch nicht sagen, Mensch, also der Weg geht da lang oder der Weg geht da lang, ich kann euch nicht sagen, wie es mit der Politik weitergeht, ich kann euch nicht sagen, was die richtige Regierung ist und all diese Sachen, das kann ich euch alles nicht sagen. Aber ich kann euch sogar nicht mal sagen, dass euer Weg ganz gerade sein wird. Geht jetzt einfach zu Jesus und es kann nichts passieren. Ihr wisst ja, dass das Leben auch mit Jesus mal kompliziert sein kann. Und selbst im Beten, da steht eine Antwort. Und so ist es ja auch im Beten. Manchmal, obwohl Jesus ja gesagt hat, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan werden. Trotzdem ist es so, dass wir nicht alles kriegen, was wir wollen. Das kennt ihr ja auch so aus dem Leben. Manches geht einfach nicht. Und so ist es da auch. Manchmal sagt Gott, nein, ihr habt für eine wichtige Sache gebeten, aber ich habe jetzt einen anderen Plan. Manchmal ist es so, wenn wir für Leute beten, die krank sind, es kann sein, dass Gott einen anderen Plan hat und den Menschen zu sich nehmen will. Das ist erst ein paar Stunden her, dass ich mit jemandem gesprochen habe,
der mir auch vom Himmel erzählt hat, von seinen persönlichen Erfahrungen. Und er sagte mir, Gott ist Liebe. Und das habe ich ganz, 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 ganz doll gespürt, als ich kurz auf der anderen Seite war. Und das, was unser Begreifen so weit übersteigt, das ist alles real und das ist da. Aber manchmal ist es so, dass wir beten, nein, 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 da soll jemand jetzt nicht gehen. Und Gott sagt doch, es ist jetzt die Stunde gekommen, die Zeit ist da. Und wir werden fast irre, weil es vielleicht jemand ist, der noch gar nicht so alt ist oder in unserer Mitte oder wir ihn so vermissen. Und trotzdem kann es sein, dass Gott sagt, nein, es geht jetzt einen anderen Weg. Aber ihr seid trotzdem in meiner Hand, auch über den Tod hinaus. Und da ist viel Licht und viel Hoffnung und viel Liebe. Kann sein, dass die Ampel sozusagen auf Gelb steht. Also so in dem Sinne von, ich habe dein Gebet gehört, aber ich brauche deine Treue, ich brauche dein Vertrauen. So wie bei Abraham, der hat lange darauf warten müssen, bis die Verheißung Gottes in Erfüllung gegangen ist. Und manchmal braucht es das, dass wir einfach in Treue an Gott festhalten und vielleicht über lange Zeit für irgendetwas beten müssen, bis es in Erfüllung geht. Ich habe auch ein paar Sachen in meinem Leben gehabt, wo es Jahre brauchte, bis das in Erfüllung gegangen ist. Wir haben zum Beispiel für eins unserer Kinder gebetet, dass er doch eine ganz liebevolle Partnerin findet, die zu ihm passt. Und es sah erst so aus, dass er so nerdig ist, dass das vielleicht gar nichts wird. Und dann ist genau dieses Mädchen gekommen, was scheinbar total gut zu ihm passt, aber es sind Jahre darüber vergangen. Und das Beten war nicht umsonst, kein einziges Mal. Und unser Herz geht immer ganz weit auf, wenn wir die beiden sehen. Und das ist, ja, manches braucht Zeit. Denkt nicht, ihr betet umsonst oder euer Glaube ist umsonst oder euer Vertrauen ist umsonst, wenn zwischendurch schwierige Zeiten kommen oder Durststrecken kommen. Glaubt nicht, Gott hätte euch vergessen. Glaubt es nicht. Vertraut ihm, dass er immer noch euer liebender Vater ist. Grün kann heißen, ja, jetzt geht das Gebet in Erfüllung. Wie oft haben wir dafür gebetet, dass wir draußen Gottesdienst machen können, von Pfingsten bis zum 1. August. Jeden Sonntag waren wir draußen und jeden Sonntag ging es auch, dass das Wetter das zugelassen hat. Obwohl es oft halt nicht danach aussah. Manchmal erfüllen sich Dinge sofort. Oder gestern auch, als wir hier Trauung, vorgestern, als wir Trauung hatten. Es war im Regen, als ich mit dem Fahrrad kam und dann wieder gebetet. Und hinterher, als wir aus der Kirche kamen, schien die Sonne. Es ist so viel möglich und Gott erfüllt auch Gebet. Aber was ist das nun? Also Thomas wusste nicht so recht. Herr, wir wissen nicht den Weg, wohin du gehst. Und Jesus sagt dann, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur zwei Gedanken dazu. Wenn ich Jesus lese, dann kann ich das auch zusammenfassen mit einem Wort. Liebe. Liebe ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Liebe ist das, was uns die Tür zum Himmel öffnet. Liebe ist das, was wir leben sollten. Liebe ist das, was uns Jesus gelehrt hat. Und Liebe ist das, was auch für euer Leben das Wichtigste sein darf und das Wichtigste sein soll. Aber Liebe ist auch verbunden mit einer Person. Und Gott will nicht, dass wir einfach nur lieben. Na schön, das ist schon echt absolut großartig. Aber Gott hat ja seinen eigenen Sohn hingegeben für uns, Jesus Christus. Und ich möchte das noch etwas konkretisieren aus dem Zusammenhang von unserem Wochenspruch. Da sagt der Prophet Jesaja 600 Jahre vor Jesus. Und so wie er redet, kann es nur um Jesus gehen. Siehe, das ist mein Knecht, ich halte ihn, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat, sagt Gott. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Wer hat denn jemals vor ihm oder nach ihm so das auf aller Welt verteilt? Er wird nicht schreien noch rufen, die Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das
Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichtet und die fernsten Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der dem Volk auf ihr den Boden gibt, den Atem, und den Geist denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen, also Jesus gerufen, in Gerechtigkeit. Halte dich bei der Hand und behüte dich. Mache dich zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden. Das ist Jesus. Dass du die Augen der Blinden öffnen und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen, die da sitzen im Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre, jetzt kommt's, keinen anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Also es gibt nur einen Weg zu Gott und der ist Jesus Christus. Das ist der Weg, auf den wir geführt und geleitet werden. Das ist das, was wir euch die ganze Zeit sagen wollten. Jesus Christus ist der Weg zum Vater. Nirgendwo anders sind wir sicher, nirgendwo anders sind wir geborgen. Nirgendwo anders finden wir Heil. Und für euch, denke ich, hat das diese konkrete Form, dass ihr spüren könnt, er ist bei euch. Gott ist bei uns in Jesus Christus. Jeden Tag neu. Und wie oft in den letzten Jahrzehnten habe ich das gespürt, dass dann wieder dieser Gedanke kam, ich bin bei dir, hab keine Angst, ich bin bei dir. Und das ist das, was oft das Ergebnis von Reden ist. Dass nicht gleich die Antwort kommt, mach jetzt dies oder mach jetzt das, das gibt es auch, ja. Aber sehr oft ist es einfach dieses, ich bin bei dir. Ob ihr jetzt vor schweren Arbeiten sitzt und einfach in der Stille die Hände faltet und denkt, lieber Gott, bitte hilf mir jetzt hier bei dieser Klausur. Und vielleicht spürt ihr einfach nur dieses, ich bin bei dir, ich bin bei dir. Ich habe auch nicht alles gekriegt. Ich bin an manchen Stellen im Leben auch böse gescheitert. LKW-Führerschein war nicht, ging nicht, war zum Glück dafür. Das ist, und ich hätte gerne den gehabt, bei der Bundeswehr. Aber es war nicht, es sollte nicht sein. Aber er ist da, er ist bei euch. Und das habe ich auch damals ganz, ganz doll gespürt. Und das wünsche ich euch, dass ihr in eurem Leben spürt. Jesus ist bei mir und er ist nicht weiter von euch weg als sein einziges Gebet. Ich meine, da kommen wilde Zeiten auf euch zu, Pubertät, Schulabschluss, also wilde Sachen. Und da seid ihr mit euren Gedanken vielleicht manchmal ganz woanders und denkt, der Weg geht da lang und nicht zu Jesus. Und ach, und manchmal hat man sich verlaufen und denkt vielleicht, ich laufe im Kreis, ich weiß gar nicht, was jetzt richtig ist, oder ich bin in eine Sackgasse geraten, oder ich bin irgendwo, wo es nur in eine Richtung weitergeht, vielleicht jetzt wie bei Corona, wir müssen da irgendwie durch, da können wir jetzt nicht sagen, wir haben keinen Bock mehr, wir müssen da jetzt irgendwie durch. Aber dass ihr wisst, egal was passiert, Jesus ist bei mir, in meinem Herzen, in meinen Gedanken, um mich herum. Ich kann beten und es wird etwas passieren. Und ich wünsche euch das so sehr, dass ihr heute auch dazu Ja sagen könnt, dass ihr Ja könnt, ja, ich weiß, Jesus ist der Sohn Gottes, ich weiß, Jesus ist der einzige Weg zum Himmel und ich möchte mit Jesus gehen, soweit ich es verstehe, soweit ich es kann, soweit ich das jetzt begreifen kann, aber ich will mich mit Jesus auf den Weg machen und ich weiß, dass ich nirgendwo anders so sehr die Liebe Gottes spüren kann, wie wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Und ich wünsche euch einfach viel, viel Freude dabei, dass ihr merkt, wie abenteuerlich das alles ist und wie wunderbar, egal was passiert im Leben, zu wissen, du bist da, du bist bei mir. So wie Jesus es gesagt hat. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen.
Glauben konfirmiert werden. Und wollt ihr es wagen, mit Jesus zu leben, so gut und so weit ihr das heute sagen könnt, so antwortet laut und deutlich Ja mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Ich danke euch. Sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Sei dir gegrüßt, bitte dich, lass es sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Jesus.